Hello everybody. Heute habe ich mal was anderes vorbereitet. Ja, ich habe mal was vorbereitet, unglaublich. Und zwar ein kleiner Guide, einige Tipps und was man nicht machen sollte und bla, als neuer Let's Player. Bla bla bla, Mr. Freeman. Was? Egal. Fangen wir direkt an. Ich habe das nicht sortiert. Ja, ich habe mir die Zeit genommen, alles aufzuschreiben, aber sortieren? Nein, warum sollte man es auch sortieren, ne? Und ich weiß auch nicht, ob mir danach noch was erfällt, nachdem ich das Video gemacht habe oder so. Kann sein, dann editiere ich das noch in die Description. Ich schreibe da alle Tipps rein. Wenn ich es nicht vergesse, meiner Blödheit nach, ist das allerdings wahrscheinlich, ja, aber egal. Punkt 1 habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Indirekt eher. Ich glaube, das war das 400-Abo-Special. Das indirekte 400-Abo-Special. Alles indirekt heute, ja. Indirekt und so, ja. Egal. Nummer 1. Nehmt nicht mit externen Kameras auf, sondern benutzt eine gute Software, zum Beispiel Fraps oder Camtasia Studio oder so. Obwohl, wenn ihr eher 3D-Spiele spielt, also neuere Spiele, so wie, keine Ahnung, Call of Duty oder so, dann benutzt lieber Fraps, weil Camtasia ist ein Programm, um den Desktop aufzunehmen und nicht um schnelle Bewegungen wie die halt in Spielen oder. Es unterstützt kein DirectX, sagen wir so. Unterstützt es noch was nicht? Na egal, es ruckelt auf jeden Fall derbst, wenn ihr das damit aufnehmt. Habe ich schon selbst getestet, also tut's nicht. Ihr könnt natürlich, wenn ihr auf einer Konsole spielt, nicht mit einem Programm für einen PC aufnehmen. Da müsst ihr dann eine Capture Card benutzen. Das sind Dinger, die muss man leider auch kaufen. Aber wenn man sich richtige kauft, ich nehme leider nicht von der Konsole auf, da kann ich euch nichts empfehlen. Dann kann man halt auch in sehr guter Qualität aufnehmen, in richtigen Full HD. Und es ruckelt halt auch gar nicht bei der Aufnahme, das ist auch ganz nett. Ich weiß nicht, ob es beim PC funktioniert auch oder ob das nur für Konsolen ist, da könnt ihr mich vielleicht mal drüber informieren, aber egal. Punkt 2. Esst oder trinkt nie was beim Let's Playen. Also, man hat mal Durst, klar. Habe ich, glaube ich, letztens in einem der Parts klugerweise auch gemacht und jetzt verbiete ich es. Egal. Schneide ich dann demnächst halt auch raus. Alles vertuschen. Nein. Auf jeden Fall schneidet die Stelle raus, wenn ihr vergesst, dass die Stelle halt zu cutten, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Oder klickt halt auf den Aufnahmeknopf kurz und fertig ist das. Und ja, Punkt 3. Besorgt euch ein ordentliches Headset oder Mikrofon ohne Rauschen im Hintergrund. Ja, ich habe viele Videos gesehen, da rauscht es im Hintergrund und ist nicht schön. Besorgt euch ein Mikrofon oder Headset, wo im Hintergrund nichts rauscht. Also, es muss ja nicht unbedingt so ein ganz billiges Teil sein. Ich meine, Qualität kostet was, ne? Ist klar. Fraps kann auch eine gute Qualität vermitteln. Camtasia Studio auch. Ja, ich benutze es jetzt nicht, aber kann halt gute Qualität vermitteln. Aber es kostet halt beides was, ne? So Hypercam oder so. Ne. Aber gut. Dann Punkt 4. Ingame-Sound aufnehmen. Ja, ist irgendwie klar, ne? Ohne Ingame-Sound ist ein bisschen blöd. Das ist eintönig. Man kann zwar eintönig. Ja, wortwörtlich eintönig. Es gibt nur eine Tonspur und zwar die Stimme. Ha! Habe ich euch dran gekriegt. Ja, egal. Ja, Ingame-Sound aufnehmen ist einfach ein Muss bei Let's Plays. Wenn ihr nicht so was wie Fraps halt habt, wo ihr den Ingame-Sound direkt mit aufnehmen könnt oder keine Ahnung habt, wie das mit Stereo-Mix geht, ich habe jetzt leider nicht genug Zeit, um es euch zu erklären, dreht halt die Boxen stark auf, dann sollte man in der Aufnahme wenigstens auch ein wenig was hören. Dann Punkt 5. Es wäre eine Idee, nicht zu jung zu sein. Also klar, ich bin auch erst 13, aber das ist schon meiner Meinung nach schon reif genug. Ja. Ich würde so sagen, ja gut, ich will mich jetzt nicht auf was festlegen, aber so 6
6 Jahre sollte man schon überschritten haben. Schon lange. Ja? 6 Jahre ist ein bisschen früh, ja? Gut. Abgesehen davon darf man eigentlich einen YouTube-Account erst ab 13 Jahren haben, also. Von daher, ich habe zwar auch erst mit 12 angefangen, aber. Muss ja keiner wissen. Dann Punkt 6, gute Qualität. Ja, habe ich eben schon mit Capture Card ein bisschen was von angesprochen, aber es wäre natürlich trotzdem schön, wenn das Video nicht so eine scheiß Qualität hat, dass man überhaupt nichts erkennen kann. So wie auf My Video, denn My Video unterstützt weder HQ noch HDs. Die Videos da sehen echt scheiße aus. Also, wenn ihr ein Beispiel von schlechter Qualität wollt, geht auf My Video, da habt ihr das optimale Beispiel. Punkt 7. Wenn ihr zum Beispiel bei I Wanna Be The Guy oder so, kennen wir ja alle, Hinweis, das ist kein Aufruf, unbedingt das Spiel zu Let's Playen. Das ist es nicht, auf keinen Fall. Nein, tut es nicht. Es wurde schon so oft Let's Played. ja, Let's Play ist halt, wenn ihr Lust drauf habt. Aber erwartet nicht hohe Zuschauerzahlen, ne? Ist klar. Weil es haben wirklich viele gute Let's Player schon Let's Played. Aber gut, jeder hat seine Favoriten, wa? Na, egal. Jedenfalls, um zum Punkt zu kommen, wortwörtlich, schneidet Stellen raus, wenn ihr sie 100-mal wiederholen müsst. Ich meine, lasst halt die Aufnahme an und schneidet den Versuch, bei dem ihr es schafft, nicht raus. Anstatt die Aufnahme zu stoppen und wieder anzumachen, wenn ihr es geschafft habt. Das ist eine gute Idee, bei mir ist es zwar ein bisschen schwierig, weil wenn die Aufnahme aus ist, habe ich normalerweise auch eine bessere FPS und dann kann ich auch besser spielen und dann dauert das auch nicht so schnell, lange. Und ja, das ist halt toll, nicht wahr? Egal. Punkt 8 ist Mühe geben. Ja gut, das hat zwar schon alles mit den Punkten davor zu tun, aber ich sag's hier jetzt nochmal, gebt euch halt Mühe und gute Qualität, bearbeitet eure Videos nach, so wenn es zum Beispiel zu leise ist, macht die Lautstärke höher, ja, ich lese alles nur ab, wenn ihr in die Description guckt, wisst ihr das, aber egal. Naja, ich formuliere es ja auch mal so, von daher, ich erkläre es ja auch ein bisschen, das ist klar. Und, warum Video, wenn man nur die Description lesen will? Ich meine, die Description liest ja eh keiner, aber egal, so, Punkt 10. Nee, Punkt 9. Ja, jetzt kann ich nicht mal mehr erzählen, na egal. So, Punkt 9. Achtet auf ein gutes Ingame-Sound zu Stimmeverhältnis. Ja. Es bringt nichts. Ja, ich lese jetzt vor. Ne? Ich kann es nicht besser formulieren, wie ich es halt da geschrieben habe. Es bringt halt nichts, wenn man so laut ist, dass das alles übertönt. Also, dass sich das dann so scheiße anhört und so eine scheiß Qualität hat. Gutes Beispiel sind dafür meine ersten Modern Warfare 2 Parts. Das war auch einfach nur übersteuert. Und, naja, das war nicht so schön. Die Qualität meiner Stimme war da definitiv nicht so toll. Da war das Mikrofon definitiv zu nah am Mund. Es bringt aber natürlich auch nichts, wenn der Ingame-Sound so laut ist, dass man euch nicht mehr versteht. Also darauf müsst ihr auch achten. Bemerke ich auch immer bei vielen Let's Plays. Ja. Punkt 10. Jetzt aber. Wenn ihr Fragen gestellt bekommt, so bezüglich des Let's Plays oder so, müsst ihr diese Person auf dieses Video verlinken. Das ist ein Muss. Nein, Quatsch. aber beantwortet die Fragen halt und lasst sie nicht einfach so da stehen, also ignoriert sie nicht einfach, weil das tut eurer Beliebtheit nicht gut und das tut den anderen Personen auch nicht gut. Ich meine, findet ihr das toll, wenn ihr eine Frage gestellt bekommt und niemand antwortet drauf? Ist auch ein bisschen blöd, oder? Ja. Und dann der 11. Punkt. Ja, ich muss zählen lernen, definitiv, nein. Aber achtet auf Ordnung und Rechtschreibung, vor allem im Titel eurer Let's Plays, weil ich sehe immer, da steht einfach nur Let's Play, kleingeschrieben alles, ohne ein Semikolon-Dingen, das heißt nicht Semikolon, ich vergesse immer den Namen von dem Teil, warum vergesse ich das? Das darf doch nicht sein. Es ist unglaublich, aber egal. Ja. Und zwar,
Und zwar, was rede ich schon wieder? Ich bin schon wieder raus. Das ist toll. Nein. Ja. Wenigstens im Titel sollte man wenigstens auf die Rechtschreibung achten. Also Groß-Kleinschreibung. Aber auch halt die Aneinanderreihung der Buchstaben, ne? Ich will nicht Fockele da stehen haben. Sondern am besten Folge, ne? Ist klar. Und dann der letzte und allerwichtigste Punkt. Drum. Habt Spaß beim Let's Playen. Ja, das ist der wichtigste Punkt. Es bringt nichts, wenn ihr da einfach nur keinen Spaß dran habt und einfach nur jetzt gehen wir hier hin und bla. Habt einfach Spaß am Let's Playen und wenn ihr keinen Spaß daran habt, dann lasst es einfach. Ja, dann seid ihr halt nicht dazu geschaffen. Aber naja, Spaß sollte man eigentlich immer haben. So, ich muss Schluss machen. Tschö.